Herzlich willkommen zurück bei World of Warships Schiffsvorstellung mit dir, Shimakaze. Die Shimakaze, oder die nennt auch gerne die Schimmelkatze, ist ein japanischer Zerstörer mit netten Torpedos und Co. Aber wenn wir bis zu Shimakaze hingekommen sind, müssen wir erstmal den Zerstörerbaum durchgrinden. Und es gibt zwei unterschiedliche Bäume und die Bäume tue ich mal nach und nach erklären. Die Folgen kommen mal in bestimmte Abteile, also bestimmte Zwischentage immer. Ich stelle einen kompletten Baum vor, so innerhalb der Woche, euch mal den, wenn ihr relativ neu seid, euch mal so einen Einblick zu drücken und sonst merkt. Aber wir wollen jetzt uns mal die Shimakaze uns mal ein bisschen mal uns vorlieb nehmen. Die Shimakaze, wie gesagt, ist ein Zerstörerbaum. Wie kommen, wenn wir Richtung den Kreuzerbaum, gehen wir gleich auf T2 und gehen wir gleich zu die Omikaze gleich rüber. So, ab hier fangen wir schon mal an, Zerstörer zu spielen. Bei den Empanern kann man über auf den kleinen I gucken, aber ich möchte sagen, mal, da steht nur die Sätze, was die wirklich können, aber nicht einer sagt, boah, der Schiff ist gut oder das Schiff ist Haufen Müll. So. Überlebensfähigkeit, Artillery und Torpedos. So, wir haben hier jetzt, wir haben hier 120 mm Geschützen, 2x1, das heißt da vorne und hinten 1 und 2 Werfer. So, Geschwindigkeit ist wir bei 33 Knoten, Grundreichweite 8 km und eine Reichweite von 8 km wenn wir, und ein Überlebenspool von 10.300, wenn wir das Ding komplett auch ausgebaut haben. Ich kann sagen, ist ein T2. Sonst werden ist eigentlich auf mehr Blech. So. Das kann man höchstens dazu nicht mehr sagen. So. Wenn wir, dann kommen wir auf T3 mal. T3 beziehen haben so interessanten, schon mal interessanter. Wir haben hier drei Türme und zweimal zwei. 120 mm Geschützen. Hier 12 Sekunden Nachladezeit. Das ist erstmal für T3 Schiff erstmal sehr lange Nachladezeit. Ihr habt nur 7 km Torpedoreichweite, ist nicht relativ nicht dolle, aber ihr seid ja auf T3 und einen Tarnwert von 6,1 km. Wie gesagt, es ist T3, ihr kriegt jetzt mehr AP-Pool und sonst etwas. So, ich kann dazu nicht viel sagen. Es ist ein Dreierschiff. Ich habe das Ding mal durchgespielt, weil, ja, war lustig, aber nächstes Schiff gleich weiter. Die untere T-Level seid ihr so schnell durch. Könnt ihr fast gucken, kann ich kommen mal ein Bild bilden. So, wir kommen mal auf Stufe 4 jetzt. Ab 4 wird es langsam noch langsam besser. Wir haben hier, wenn man sieht, hier 3x1, 112 Geschützen, wieder 12 Sekunden, aber 3x2. Wir haben jetzt hier 3er-Werfer, das ist an Bord, das ist schon mal schlecht. Grundgeschwindigkeit haben wir mit Schiff haben 34 Knoten. Torpedoreichweite 7 km, aber wenn wir das Ding ausgebaut haben, haben wir auch 7 km, auch nicht schlecht. Und Timing von 6,1. Wenn man sieht, 100 Meter Unterschied zwischen den Torpedowerfern und unsere eigene Schiffskämpferkeit bei Wasser. Wenn wir ausgebaut haben, sind wir bei 10.300 und eine Grundreichweite von 10 km. So, jetzt gehen wir weiter zu die Stufe 5er Schiff. Ab hier wird es langsam sehr cool. Ihr habt hier dein 4x1, 112 Sekunden. Das Schiff habe ich behalten, was ziemlich sehr gut war. 12 Sekunden. Und wenn man sieht, ich habe, wenn man den Kapitän, ich habe diesmal einen relativ hohen Kapitän auch bei mir. Ich habe hier 5,4 Kilometer Tarnwert. Kommt jetzt besser. Grundtorpedoreichweite von 7 Kilometer. Das heißt, ich habe 2 Kilometer Grundtorpedoreichweite. Reichweite, was ich mit meinen Torps abschmeißen kann. Torps habe ich hier. Torps habe ich hier 3x2. Die kann man den da nicht ausbauen. 10.000 Schaden pro Torpedo. Grob und ganz hat mir dieses Schiff extrem viel Spaß gemacht. Mit den 5er Schiffen kannst du die richtig mobben. Weil es gibt welche Bremen-Schiffe auch, die auch relativ guten Tarnwert haben und auch gute Torpedos haben. Es gibt welche Bremen-Schiffe, das von den Schiff ist. Es wurde auch relativ sehr als OP abgestempelt, auch. Kann ich euch ganz gut vorstellen. 2 Kilometer Torpedoreichweite noch und kein Schwein kann die so wirklich aufmachen, außer anderen Zerstörer. Grob und ganz hat mir das Schiff sehr viel Spaß gemacht. Es war auch wirklich das Schiff, was ich mir persönlich auch behalten habe, auch war sehr cool.
Und Fünfer zum Ärger war, oder Fünfer Schlachtschiff zum Ärger war, ist auch relativ immer sehr nett. So, jetzt kommen wir mal auf Stufe 6 mal langsam. Es wird langsam hier sehr interessant. Wir haben jetzt hier von 120 mm Geschützen auf 127 mm Geschützen, mal grob gesagt. Die 127 mm Geschützen behalten wir bis den Enden zu den unserem Bau. Der Schiff ist auch komplett ausgebaut. Panzerwerten brauche ich nicht grob nicht ansagen, weil die Schiffe bestehen hauptsächlich nur aus nur aus Blech. Hier habe ich 3x2. Und ja, das ist nichts Besonderes. So. 11.700 HP Pool haben wir, eine Grundreichweite von 10 km und Nachladezeit haben wir hier von 7,5. Ist ja relativ sehr lange, aber wenn sie treffen, machen wir doch schon mal Damage. Jetzt haben wir auf Stufe 6 10 km Torpedoreichweite. 10 km, das haben nur die Japaner, also diese Grundreichweite, ja. Die anderen dazu sind eher so boah, so, ja, es geht. So. Aber wie wir gesehen, nur 3x2. Dafür sehen wir 1,5 Kilometer, also geht die auf. Und Geschwindigkeit. Keine Geschwindigkeit. Nur hier. Knapp 60 Knoten schnell. Geschwindigkeit sehen wir bei 38,3 Kilometer. Tarnwert haben wir von 5,6 Kilometer. Wie gesagt, das ist der Kapitän der Passeur. Das ist ein 10er Kapitän, der wurde habe ich ein bisschen gesenkt. Das heißt, ich habe, kann man sagen, ein bisschen aufgerundet auf 6 Kilometer, 4 Kilometer Grundreichweite, was ich mit meinen persönlichen Torps arbeiten kann. Wenn man sieht, sieht man schon langsam, was in die Richtung geht. Die Japaner, wie Baum, also mal bei I drückt, ja, sieht man schon richtig. Die haben wirklich gute Torpedos und so, also gute Torpedoreichweite und gute Tarnwert. Geschützmäßig eher so mäßig, aber die machen Hammer Damage auch. 6er habe ich kaum gespielt. Ich glaube, das Ding konnte man sicher spielen, glaube ich. Ja, konnte man spielen. So, jetzt kommen wir auf Stufe 7. Das ist nur ein Dreierkapitän. Da sagt sie, die Geschütze behalte ich. Ah, wie man sieht hier, ich habe jetzt hier keine. Was war das? Zweier? 2x2, genau. Und hier habe ich hier. Und hier habe ich ja konnte 5 Türme an Bord hier. Ja. Na, nur 3 Türme, aber 5 Rohr an Bord. Wenn man sieht hier 10 Kilometer, Grundreichweite 11 Kilometer und eine AP-Tour von 12.800. Wenn man sieht, ist doch schon ganz gut. Ich glaube. Was ist das Schiff oder ein anderes Schiff? Ne, warte mal, ich gehe hier auf falschen Baum über. Ha! Ich habe den falschen Baum ausgewählt. Wie auf der Harugumo-Baum. Okay. Alles klar. Ich habe den falschen kompletten Baum gerade angeklickt. Geil. Da muss ich ja eben umzwitschen. Upsala. Falschen Baum angeklickt. Ich dachte wieder auf den richtigen Baum. Ja, Verzeihung, falschen Baum. Könnt ihr wissen, das ist nix, war nix. 8 Kilometer leider. Ich hab gar nicht drauf geachtet, welchen Baum ich hier rüber gehe. 8 Kilometer habe ich hier drauf. Ich habe den kompletten falschen Zweig gerade gezeigt. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich dachte, ich hätte wieder auf den Shimakaze-Baum drauf. 37,5, 8 Kilometer Tarnwert, hier 6,2. Ja, von Schiff kann ich dazu nichts sagen. Ich habe das Ding nur nie gespielt. Ich habe das leider übersprungen. Wie mit dieser Schiff, der 6er, das war vor, glaube ich, 8er Schiff von dem Rework. Weil der Baum wurde gesplittet, ja. Ich glaube, es war ein 8er Schiff. Wie man sieht, ich habe hier jetzt 3. 3x3. Da habe ich eine Grundreichweite von 10 Kilometer jetzt. Und eine leider Geschwindigkeit von leider knapp 60 Kilometer. Und eine AP-Tool von 12.900. Und eine Grundreichweite von 11,5. Verzeih für den falschen Baum. Wie gesagt, Fubuki habe ich, wie gesagt, nicht gespielt. Überhaupt nicht gespielt. Da habe ich komplett
wo der Zerstörer bei uns ins Bild kam, vor Buki war er vor Achterschiff. Ich war, glaube ich, irgendwas auf Stufe 6 erstmal rumgetümpelt. Habe ich mir schnell noch schnell den 6er geholt noch und den Spitz, um ihn mitzukriegen. So. Jetzt kommen wir in den richtigen Baum. Jetzt ist der richtige Weg. So. Es ist so trotzdem, jetzt haben wir hier nicht 5 Türen, also nicht 6. Wir haben hier 6 Rohre an Bord. Wenn man sieht, ja, diesmal habe ich. Hier sind wirklich 3 Torpedos an Bord. Und wie man sieht, hier 10 Kilometer, 62 Knoten schnell. Komplett ausgebaut, ist leider die Kapazität ist nicht so hoch. Grundtarnwert habe ich von 7,2. Reichweite von 10 Kilometer. Und ja, grob und ganzen war eigentlich nicht schlecht. Spielerisch war echt ganz cool. Jetzt kommt dann leider ein kleinen Klackpunkt bei den Zerstörer. Die Premium-Tarnung, was man hier sich kaufen konnte, wo das Split kam, ja, hat jeder, wo das Schiff gesplittet wurde, ja, haben irgendwie komischerweise die Premium-Tarnung alle bei den Seemannszerstörer bekommen. Das war von Wargaming anscheinend nicht der Absicht gewesen. Haben sie erst nachher herausgestellt, die plötzlich zwei Schiffe haben ja die Premium-Tarnung gekriegt, das geht ja gar nicht. Haben die Spieler, die die Tarnung benutzt haben, habe ich mich gefreut, cool, ich kriege eine Tarnung umsonst. Hat WG gesagt, auf einmal, nö, wir nehmen euch die Tarnung weg, weil das war unsinnig Absicht gewesen. Und grob im Ganzen haben wir uns, was eigentlich kaufbar war und versinnlich hier für uns gratis war, haben sie uns wieder weggenommen und sagt, hier, ihr könnt die Premium, wenn ihr die Premium-Tarnung haben wollt, müsst ihr euch das Ding nochmal kaufen. Habe ich auch gesagt, ja, toll, danke WG für das geile Arschritt für uns. Das ist ungefähr, glaube ich, 10 Euro. Aber das fand ich von WG ziemlich sehr schon ein bisschen schäbig gewesen, ja. Hätten wir uns versehentlich mal hätten so kommen, wie unsere versehentliche Absicht, das war eigentlich unsere Absicht gewesen, ihr könnt die Premium-Tarnung bekommen, die Leute, die sich das Schiff haben, können sie die Premium-Tarnung behalten, ja. Haben sie unsere Premium-Tarnung uns alle weggenommen. Das fand ich ziemlich sehr von Wargaming ziemlich sehr eine leichte Abzocke gewesen. Es war eigentlich nicht ihren Absicht nicht gewesen, die Premium-Tarnung uns zu geben, aber haben sie uns wieder weggenommen. Hätten sie uns trotzdem uns einfach schenken können. Das war nicht ihre Absicht war. Hätte sie so, komm, ihr könnt die Dinge behalten, welche Schiffe die ja sich erspielt haben noch. Das war schon eine ziemlich sehr leichte Abzocke gewesen auch. Wie gesagt, das ist ungefähr 10 Euro, glaube ich, aber es war schon ein bisschen gemein von Wargaming. Aber im Groben und Ganzen hat mir dieses Schiff auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, hier habe ich 3x2, ich habe hier 9 Torpedos im Wasser, 10 Kilometer, damit könnt ihr auch bis runterschauen, seid ihr bei 6,1, glaube ich. Und der Zerstörer hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir auf Stufe 8. Stufe 8 ist ja auch ein langsamer Zerstörer. Wenn man sieht hier, ihr behaltet die 10 Kilometer, außer bei Stufe 9 wird es so langsam interessanter. Der Kapitän ist auch nicht weit hoch, aber wenn man sieht, von den Tarnwerten 5,4 Kilometer ist super, super Tarnwert. Das ist der beste Tarnwert auf Stufe 8, was es gibt. Die Kagero ist wirklich der geilste Zerstörer, was um Spotten geht, Caps holen und Torpedos abschmeißen. Wenn man sieht, ihr könnt ab Stufe 8 könnt euch entscheiden zwischen Nebel und Torpedo-Nachbeschleuniger oder Torpedo-Wheel-Booster nennt man das auch. Genau, der andere Zerstörer, der hat es beides, der Wheel-Booster und den Nebel gehabt, haben sie weggenommen, weil das Ding doch zu OP war. So, wenn man sieht, ihr habt jetzt hier, dafür geht der Grundreichweite runter von 9,4 und ihr habt dafür 2x4 Torpedos im Wasser. Grundschaden habt ihr zwar, kann man sagen, 21.000. Ihr könnt ein komplettes, wenn ihr so ein Torpedos alle trefft, ein komplettes Schlachtschiff rausballern. Dazu mit dem Reload-Booster noch. Ihr kommt da jetzt auch mit den Kagero auch da ist ein 10er Matchup auch rein. Ihr könnt auch eventuell auch fast ein komplettes 10er Schlachtschiff rausnehmen. Ich glaube, zu viel Torpedos können das Ding nicht aushalten, was da von Torps kommt. Sagt,
Grundreichweite von Torpedos ist echt nicht schlecht. 76 Knoten schnell. Ihr könnt auch mit, es gibt ja das neue Modul auch, ihr könnt die Torpedos ein bisschen schneller machen. Ich könnte jetzt mal machen mal. Das ist nur kein 25.000 Dublon. Nur 25 Dublon. Kommt ihr am Wert von 70 Knoten. Ist auch nicht schlecht. Kriegt ja ein paar Kilometer, ein paar Knoten mehr. Für sie ist es nicht schlecht. Jetzt kommt ein Problem. 1,7 Kilometer Tagwert. Persönlich könnt ihr euch entscheiden, ein paar Knoten mehr oder weniger. Aber das macht die Kohle auch nicht für mich viel aus. Das sind wir mit sich drei Knoten schneller. Deswegen. Wenn er gerade nicht, der Schlachtschiff nicht gerade nicht aufpasst, hat er Pech. So, da haben wir eine Grundgeschwindigkeit von 16,3. Habe ich auch schon erzählt. Ruderstellzeit ist 2,1. Super Ruderstellzeit. Echt, echt Hammer. Und ich glaube, Lebensfähigkeit habe ich nicht geskillt. Habt ihr ja 15.100. Ist ein relativ, kann man sagen, 8er Zerstörer ist ein solider Zerstörer. Persönlich hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich das Ding auch behalten, weil es mir einfach viel Spaß macht. Ihr kommt auch teils so auch in 6, teils im Winter auch in 6 oder 7er Lobby. Könnt ihr auch da die Schiffe hardcore nerven auch. Deswegen. Persönlich ist es ein richtig cooles Zerstörer. Aber es gibt jetzt so die anderen Zerstörer, was noch geiler sind. So, wenn wir uns dann jetzt den 8er durchgeboxt haben, kommen wir auf Stufe 9. Stufe 9 ist auch interessant, ist auch nur 10er Kapitän. Ihr habt jetzt hier drei unterschiedliche Werfer. Ihr habt hier die 10 Kilometer, die 8 Kilometer oder die 12 Kilometer. Ich habe mir persönlich die 8 Kilometer gespielt. Da fragt ihr sich auch, warum. Es gab ja nach den Split hier bei den Amerikaner gab es ja einen amerikanischen Split von den Kreuzer her. Gab es nicht so viele Radarschiffe. Da habe ich die Yugumo wirklich auf 8 Kilometer gespielt. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Keiner rechnet mit der Yugumo mit knapp 80 Knoten-Torpedos. Das würde sich keiner wirklich rechnen. Der Nachteil wirklich hier ist 8 Kilometer. Wie gesagt, 8 Kilometer habe ich mich schon richtig extrem gewöhnt zu spielen. Hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht. Bei den 9er hat man gesehen, ihr kriegt 100 Meter mehr. 5,5 ist immer noch super Tarnwert. Kann man sich echt sich nicht beschweren. Dafür habt ihr 2x4. Ihr könnt euch auch entscheiden zwischen Nebel oder Torpedobeschleunigung. Ihr könnt euch entscheiden, was ihr persönlich haben wollt. Ihr habt einen Grundreichweite von 12 Kilometer. Nachladezeit sind wir bei 5,7. Ich glaube, die Nachladezeit habe ich auch nicht gezeigt. 7 Sekunden. Okay, ihr spart ein paar Sekunden mehr jetzt. Im Grunde Flugabwehr brauche ich eh nicht groß erzählen. Der 9er Zerstörer hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hammergeile Zerstörer. Brauche ich mich nicht beschweren. Ja, so im groben Ganzen. Ich habe das Ding so. Von Monat habe ich mal gespielt. Aber im groben Ganzen macht mir das Ding immer noch viel Spaß. 8 Kilometer müsst ihr nicht spielen. Ihr könnt auch die 12er nehmen. Oder sagt, boah, für mich reicht die 12 oder 10 Kilometer. Aber ab Stufe 9er gibt es wirklich die Russen mit 12 Kilometer Reichweite. Mit dem Radar. Da wird nicht schlecht, wenn ihr doch eher auf 12 Kilometer spielt. Ist, glaube ich, eher nicht schlecht. Dafür ist nur 37,3 Kilometer nur. Dafür geht die Ruderstellzeit ein bisschen hoch auf 3 Sekunden. Es geht. Aber der 9er hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es waren auch nicht so viel extrem. CV war auch vorhanden, wo ich das gespielt habe. Nicht so viel wie vorher. Aber grob und ganz hat mir der 9er auch sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir bei den 10ern jetzt. Wir waren bei den 10er, also wir bei den T9er. Ihr könnt jetzt drei unterschiedliche auch nehmen. Ihr könnt die 22er nehmen. Ihr könnt die 12er nehmen oder die 8 Kilometer. Ihr fragt sich, warum sieht es bei mir anders aus. Ich erkläre es auch gleich, warum. Die Nachladezeit ist ja gleich geblieben. Ihr habt dafür eine Lebenserwartung von 21.400 und eine Grundreichweite von 11,4. Und dafür habt ihr 3x5 Torpedos an Bord. Das ist schon echt Hammer. Im Torpedoschaden sind wir hier bei 23.000, ein paar Quetschte. Das ist super, ihr könnt, wenn ihr alle 15 Tops treffen, könnt ihr ein komplettes Schlachtschiff rausnehmen.
Das ist erstmal nicht mal schlecht. Ich habe hier ein bisschen Geschwindigkeit eben zusätzlich draufgeballert, weil, wo man jetzt schon gesehen hat, eine ganze Schiffsvorstellung. Versehentlich, ich habe den versehentlich falschen Baum gezeigt, das war nicht mehr so Absicht, aber die restlichen Schiffe hat man gesehen, die Japaner spielen wirklich mehr auf Torpedos. Geschützmäßig eher, also wirklich eher nicht. Das ist so eine Sache. Ihr habt dafür einen Grundtarnwert von wieder 100 Meter zusätzlich bekommen, 5,6 Kilometer. Immer noch super Tarnwert. Die Shimakaze, so, wir haben gesehen, die komplette Baum von den Japanern, das ist ja der komplette Torpedobaum, kann man so sagen jetzt, ist komplett auf Torpedos und auf Tarnung ausgelegt. Das ist was der Baum eigentlich was wirklich gut kann. Geschütze hauen auch verdammt gut rein. Der Nachteil ist so ein bisschen die hohe Nachladezeit. Aber im Grunde, wenn sie die Geschütze treffen, können die richtig, richtig Aua machen. Aber wenn man sieht, der Baum wirklich etwas für Torpedos ist. So, hier kommen wir mal zur Sichtbarkeit. Für sie war 1,7 Kilometer. Bei den 8 Kilometer haben wir hier 1,8 Kilometer. Und bei den 20er sieht man schon richtig 2,5 Kilometer. 20er eher nicht nehmen. Trotzdem ist es cool ist auf 20 Kilometer, also sie sind so offen wie ein Backstein, diese Dinger, lohnt sich echt nicht. Dann wirklich eher auf die 12 Kilometer nehmen. So, jetzt kommen wir langsam mal Richtung den Skill, was am schönsten skillen sollte. So, ich habe hier voraus ein Ziel geskillt, präsentive Maßnahmen. Ich habe hier Dings geskillt, letzte Anstrengung, den Torpedobeschleunigung müsst ihr nicht skillen. Könnt ihr, müsst aber nicht, aber ihr könnt. Ihr könnt auch alle Alitin rausnehmen. Ist freiwillig, was ihr möchtet. Und Experte Lebensfähigkeit, dann habe ich hier Torpedo-Bewaffnung, Kompetenz geskillt und Tarnung geskillt. So ist der komplette Skill. Viele sagen auch, nur ist auch Funkordnung, ja, ist nicht schlecht. Da weiß man, wo das Schiff ist, aber... Ich hatte ein paar Schiffe schon drauf, aber ich achte auf das Ding überhaupt fast gar nicht. Auf so eine komische Weise im Kreis, war so Halbkreis, was das ist. Ich achte überhaupt fast null darauf. Naja. So ist eigentlich der komplette Shimakaze-Baum. Wie man sieht, schön auf Torpedos gehen, Reihe auf und auf Tarnung gehen, habt ihr einen relativ guten Weg, um die Shimakaze zu erspielen. Das ist ja gut. Bei den, wo ich das Ding mir jetzt ein bisschen gespielt habe, auch ich komme so wirklich mit Shimakaze echt persönlich echt nicht klar. Ich weiß auch nicht warum, aber ich komme mit Schiff nicht klar. Ich habe mit Yumu habe ich teilweise viel geile Runden wie die mit der Shimakaze. Ich weiß auch nicht warum. Naja, ist so, glaube ich, Geschmackssache, denke ich mir mal. So, da wünsche ich euch langsam einen schönen Tag noch, aber. Wenn ihr noch persönliche Fragen habt, für die Schiffe noch, wie, wo, was noch, könnt ihr in den Kommentar. Ich packe noch einen Link noch in die Warship, eine Anime-Community. Wenn ihr sowas mögt, könnt ihr drauf joinen. Oder da sind auch sehr viele Warship spielen. Könnt ihr auch die fragen, welche Tipps ist. Und wenn ihr doch Interesse habt, das doch zu spielen, die Shimakaze, das sieht doch irgendwie doch interessant aus. Packt ein Einladungs in der Videobeschreibung, könnt ihr darunter euch anmelden. Wenn ihr Stufe 6, also Stufe 6 erreicht, bekommt ihr einen kleinen, von Wargaming, glaube ich, ein Geschenk. Und wenn ihr mich weiter, sag mal, für weiter supportet, für das Rekrutierungsprogramm, bekomme ich auch was. Und wenn ich genug gesammelt habe, kriegt ihr auch kleine Gegenleistung, auch Geschenk-Container auch umsonst. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.